Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer weiteren Folge. Wir spielen Mafia 3. Ja, nachdem wir den Kindergarten hier unseren Plan erzählt haben und sie es dann auch endlich kapiert haben, geht's für uns nun weiter. Ich dachte mir, wir gucken uns in dieser Folge vielleicht mal diese Nebenstories hier an. Können das Kickback dann einsammeln, aber hier dieses Rede mit Alma. Mal sehen, was die hier von uns wollen und auch dieses. Ganz zu Beginn möchte ich hier das Rennen fahren. Interessiert mich jetzt gerade, was man da wohl so bekommt. Oder wie das aufgebaut ist. Ob das wirklich, ob das halt wirklich Rennen mit Perspektive sind oder eher so, ja, so Bratze-Dinger. Interessiert mich wirklich. Deshalb dachte ich mir, würde ich es ganz cool finden, wenn wir da mal rüber jetten. Und das Ganze mal reinziehen. Vielleicht kann man da ja ein bisschen Teile freischalten. Wobei wir brauchen eigentlich nur einen Teil, was wir wollen. Gut, den Spoiler, weiß ich nicht, wie gut der jetzt hier auf dem Auto aussah. Oder, wie gut der dann noch aussehen wird. Zukünftig. Wenn wir dann Tatsache einen drauf machen. Mal sehen. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr an dem Rennen jetzt genauso viel Spaß habt wie ich. Oder wenn wir daran so viel Spaß haben dürfen, wie ich es mir jetzt erhoffe. Ich erhoffe mir jetzt so ein bisschen Need for Speed Style. Ich glaube aber fast, das ist ein bisschen zu viel der Hoffnung. So, Sportwagenrennen konzentrieren sich auf Performance und Kontrolle mit verschiedenen amerikanischen Muscle Cars. Klingt doch schon mal gut. Rennen starten. So, bin mal gespannt hier. Wenn das scheiße ist, fahren wir keine Rennen mehr. Oh, Mucke schmeckt. War das eine Oma? Du bist gerade in einem Rennevent. Deine verfügbaren Steuerungen sind Beschleunigung, Bremsen und Rammen. Für einen Neustart oder um das Rennevent zu verlassen, drücke Würfel. Ab geht's. So, direkt weggeputzt, die Route. So. Oh, der Orange da vorne ist schnell, glaube ich. Ach du Heiliger. In der Kurve überholt. Wo gibt's denn sowas? Jetzt hätte ich mein ganzes Leben nichts anderes mehr gemacht. Ey, 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 ey. So in der Käse, Alter. Eiskalt, wollte mich hier von der Straße rammen oder was los? Den ganzen Lack beschädigt hier. Also ich glaube, hier darf man nicht zu langsam sein. Sonst macht man dann Abgang. Ach du Scheiße. Ich habe auf jeden Fall, glaube ich, jede Menge Speed verloren. Das ist die Superkurve. Oh, ich kann sie in meinem Nacken spüren. Ich spüre sie ganz tief im Nacken. Oh, fast stehen geblieben. Was ist denn los, Alter? Na gut, aber die anderen haben es auch nicht besser gemacht. So, jetzt müssen wir eigentlich gleich am Ziel sein. Jawohl, da ist es. Komm schon. Und da haben wir es. Erster Platz, Baby. Zack. Rennen neu starten. Warum? Nein, verlassen. Wir haben noch, was wir wollten. Besuch Big Rick's Custom Auto. Um neue Tuning-Gegenstände in dein Fahrzeug einzubauen. Du hast neue Rennevents freigeschaltet. Werde in allen neuen Rennen mindestens Dritter, um die nächste Stufe freizuschalten. Okay. Das sind die, oder was? Ja. Guck doch mal das Muster an. Das ist doch eindeutig ein Pimmel.
Was ist das? Ach, auch ein Rennen. Okay. A nach B rennen. Und was gibt's noch? Auch in dir ist noch eins. Gut. Dann scheppern wir jetzt mal ganz gelassen hier rüber. Ja. Ah gut, holen uns hier erstmal unser Kohl, unsere Kohle ab. So. So, Musik ist automatisch angegangen, machen wir direkt wieder aus. Jetzt gibt es da wieder Probleme. Oh, 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 oh. Habt ihr die Kurve gesehen? Rede mit Vito. Also, hab mir das Rennen eigentlich deutlich schlechter vorgestellt. War eigentlich ganz gelassen. Konnte man wirklich gut mit arbeiten. Mit dem Rennen so an sich. War gut, war, ja, hat Spaß gemacht. Ich hab echt gedacht, ich mache einen Abgang hier von der Brücke. Mit seiner Rostlaube da. Hab ihm Gefallen getan, dass ich ihn reingefahren bin. Er hat mal ein bisschen Rost abgefallen da von seinem Schlitten. Ja moin, da stehen einfach 17 Briefkästen auf einen Haufen. Traumhaft. Oh, das duftet hier gut. Ich glaube, einer der Hunde hat gerade schön einen fahren lassen. Welcher Hund hat gefurzt? Oh, doch, das riecht hier ganz gewaltig. Ich war das nicht. Wenn ich gefurzt hätte, das hätte besser gerochen. Ah, das riecht hier richtig schön nach Arsch. Huhu. Das Lachgas. Alter, das brennt sogar in der Nase, ich schwöre. Hä? Nee. Nee, das war garantiert nicht meiner. Doch, das war definitiv der Furz von deinem Hund. Du kochst? Mamas Bucatini-Rezept. Ich dachte, ich probier's mal aus. Lebt sie in Empire Bay? Nein, sie ist vor einer Weile gestorben. Sonst noch Verwandte dort? Wirf einen Blick in die Zeitung. Irgend so ein Stadtrat steht zur Wiederwahl. Du musst mir helfen. Wer ist das? Gehört er zum Arcano? Der Wichser. Die haben einen Freund von mir umgebracht. Wenn ich aufkreuze, riechen sie den Braten. Oh, und ich bin so unauffällig. Du kommst an die Typen ran. Ich habe 12 Jahre und ein Vermögen gebraucht, um den Schwanzlutscher zu finden. Soll nicht dein Schaden sein. Und ich würde tief in deiner Schuld stehen. Ich denk drüber nach. Falls du ihn nicht findest, dann such dir irgendwen von der Straße, der ihn verpfeift. Komm danach wieder her. Ich habe noch ein paar Namen auf meiner Liste. Ach so läuft der Hase, ja? Ich bin jetzt hier sein Auftragskiller. Der erste Wichser, den du für mich erledigen sollst, ist Lucky. Der heißt so, weil er nie Glück hat. Aber das hält ihn nicht davon ab, andauernd Karten zu spielen. Es gibt ein paar Arschlöcher, wenn du die hart anpackst. Wie? Hab gar keinen Platz mehr für das ganze Geld. Komm noch mal her, dann gibt's noch mehr. So, erster Name ist Lucky, ja? Wo ist Lucky? Hier ist Lucky. Ich brauche einen Gefallen. Na gut, dann schnappen wir uns mal Lucky.
Wenn wir einen Ausgang finden? Ausgang? Ach, da. Natürlich ist es die Tür, die da als einzelne rumsteht und wie ein Ausgang aussieht. So, da steht unser Schinken. Vorher rufen wir mal unsere Geldprinzessin an, ja? Schick mir mal jemanden raus nach River Row wegen der Kohle. Etwas Geduld, bin sofort da. Na, da kommt sie ja schon. Komm her, Schnecke. Warum parken die mal so weit weg? In Ordnung. Was wickeln wir heute ab? Pass gut drauf auf. Unser Geschäft ist hiermit abgeschlossen. Hallo. Jetzt müsste es überfallen. So gut, dann machen wir mal unseren ersten Auftragskill hier. Ja, jetzt wo ich weiß, dass die Handbremse auf Kreis liegt und nicht auf Viereck und ich nicht andauernd, wenn ich Handbremse ziehe, aus dem Auto fliege, ist die Handbremse ganz geil. So. Abbiegen, wa? Ah, oh, ich wusste es. Verdammte Pisse. Der Verdächtige ist ein männlicher Schwarzer. Alle Einheiten Verfolgung aufnehmen. Extra nochmal richtig betont. Ein männlicher Schwarzer. An alle Einheiten. Sichtkontakt zu Verdächtigem verloren. Fahndung in unmittelbare Umgebung eingeleitet. Voll, Junge. Ärgerlich ist nur, dass sie jetzt genau in dem Bezirk sind, wo wir hin müssen. Und mein Auto ist auf jeden Fall dreckig. Wie war das nochmal mit der Sicht? Oh, jetzt habe ich mir eine Spritze verpasst. Weg? Oh, immer noch nicht. An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigen wird eingestellt. Ich wiederhole. Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. Ah, ihr Streifenhörnchen. Setzt mal euer Streifendienst schön fort, ne? Irgendwann seid ihr groß, dann dürft ihr auch mit den Großen spielen. Hast du einen Grund, dich hier rumzutreiben? Raus mit der Sprache. Wo finde ich den Stadtrat? Lucky spielt hier angeblich Karten, aber ich weiß nicht wann. Ab jetzt sag ich, wo es lang geht. So. Siamesischen Huren? Aber dass diese Wege immer so elendig weit weg sind, ne? Kein Wasser drin, warum nicht? Oh nein, ich muss oben lang. Scheiße. Oder? Oder ist das Gegenverkehr? Hä?
will er denn von mir? Ey, ich fahr jetzt hier lang. Das ist der doch bescheuert hier, der Gute. Geht gut ab, das Ding. Das war jetzt Sprit leer, oder was? Oder hat er sich verschluckt? Setzen wir uns einfach mal rotzfrech hier hin. Mal gucken, ob er trotzdem kommt. Oder ob er gleich auf uns schießt. Er kommt. Hier guckt immer die Hand auf den Boden, wie so ein Footballspieler. Hört das Auto knackt sogar. Wie in echt. Will er dahin pissen oder was will er da? Ah ja. Schlaf schön. Oh ja. Tja, bin ich ja in einen fantastischen Raum gekommen. Da, das ist die feine Art, aber was soll ich machen? Einer muss es ja beenden, ne? Hat er die Kasse jetzt mit dem Geld hier, oder was? Nee. Hä? Er zeigt da Geld, aber da war nichts, oder ist das doch hier? Da steht die ganze Tasche und wir sehen das nicht. Beziehungsweise ich sehe das nicht. Ihr habt es bestimmt gesehen. Kehre zu Vito zurück. So, eine Tankstelle voller Toter. Ein Schwarzer verlässt das Gebiet in einem unauffällig mit Flammen überzogenen Muscle-Car. Dafür muss man, glaube ich, kein Polizist sein, um hier eins und eins zusammenzuzählen. Alter, jetzt bin ich hier 2,5 verfickte Kilometer gefahren, um einen so einen Lauch da wegzumachen. Und jetzt muss ich diese ganzen 2,5 verfickten Kilometer wieder zurückfahren, um Vito zu sagen, ich habe den Lauch kalt gemacht. That's my life, baby.
Aber wir fahren ja gerne Auto, ne? Ah. Hallo, hallo, ganz ruhig. Ein bisschen mehr auf meine Gesundheit achten. Ich hab da nur noch einen Balken. Ah ja. Jetzt bin ich wieder voll. Also voller Energie, ne? Hey, bleib schön chillen mit deinem Pampers Bomber. Ah, das wird doch wieder nichts, sehe ich doch schon kommen. Oh. Ein schönes Auto. Was soll denn der Scheiß? Was wollen die denn von mir? Erledige den Killer. Der Auftragskiller ist der Anführer des Vergeltungskommandos. Solange du ihn nicht erledigst, wird das Kommando nicht aufhören, dich zu jagen. Heute ist dein Todestag. Scheiße! Ich lade nach! Darauf mache ich das Leid deines erbärmlichen Lebens! Ich bin hier. Davon erholst du dich nicht. Reiß es zusammen und raus da. Und meine Gang geregelt hier. Tö. Und ich kann hier ganz chillig die Kohle einsammeln. Jetzt wäre gar nichts gewesen. Danke, Jungs. Klasse gemacht. So, mal schön wieder eingespritzt hier. Ich dachte, der kocht. Warum kocht er denn nicht mehr? Oh, ich dachte, wir können hier schön leckerchen was essen. Oh. Wenn man die Türen immer selber aufmachen muss, lernt man eigentlich, was das für ein Luxus bei GTA ist, wenn die Türen immer alleine aufspringen. Moin, mein Freund. Alles gut und danke, dass du das erledigt hast. Vielleicht habe ich später noch einen Job für dich. Ich habe ein paar Steine gebraucht, um meinen Laden wieder aufzubauen. Danke. Hast du das von dem Kerl gehört, der die beiden schwarzen Jungen... Achso, jetzt kann ich ihm keinen Gefallen mehr tun. Dann nehmen wir mal Alma. Interne Aufträge. Du hast einen internen Auftrag für deinen Unterboss abgeschlossen. Schalte weitere interne Aufträge frei, indem du diesem Unterboss einen weiteren Bezirk zuweist. Garten in South Downs abgeknallt hat? Okay. Echt hart. Ah ja. Falsche Richtung. So. Unsere Kiste sieht immer noch scheiße aus. Danke nochmal, Jungs. So, drehen wir mal mit Alma. Mal sehen, was die Gute von uns will. Da machen sie nichts. Gute Polizisten.
Ganz zart. Ganz, ganz zart. Wo ist sie? Alma? Alma! Wo steckst du, Schnucki? Hey, Lincoln, dank dir ist hier wieder alles normal geworden. Ja, ne? Oh, ein bisschen Kohle einstecken, da können wir nicht widerstehen, da bleiben wir immer Gangster. Wo ist sie? Hä? Ist sie unten oder was? Bin ich jetzt umsonst hochgelatscht? Man weiß es nicht. Ne, zeig doch oben. Okay, hier zeigt er. Hä? Bist du total bekloppt? Ich versteh's grad nicht. Ach, hier ist eine Tür. Sagt mir das keiner. Oh ja. Du bist dieser Typ. Lincoln Clay. Vito hat mich zu dir geschickt. Wir sollen doppelt so viele Lieferungen machen. Dadurch verdoppelt sich aber das Risiko, der Küstenwache ins Netz zu gehen. Ich fürchte, da werde ich dir nicht groß helfen können. Dann kümmere ich mich selbst drum, hijo de la gran puta. Ich brauche wen, der die Lagerhäuser füllt, damit die Kohle reinkommt. Über wie viel reden wir? Keine Angst, es wird sich lohnen für dich. Du musst Tracks überfallen für die Ware. Sollte kein Problem sein. Ich lass dich wissen, wenn ich den ersten hab. Du hast ihm nicht nur das Leben gerettet. Er ist wieder der Alte. Das ist Vito. Ich meine, diesen Vito habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und ich möchte, dass er so bleibt, wie er jetzt ist. Was genau willst du mir damit sagen? Was passiert denn als nächstes? Du brauchst ihn und uns brauchst du auch. Wenn du Marcano jetzt in den Arsch fickst, landet er dann wieder im Kühlraum? Würdest du mir glauben, wenn ich Nein sage? Nein, nicht wirklich. Aber ich glaube sowieso nicht vielen Leuten. Und wenn Vito zu mir kommt und sagt, so ist es, dann soll es so sein. Wenn du Leuten von Greco begegnest, leg sie einfach um. Das macht uns die Sache einfacher. Schwarzhandel. Transportaufträge sind eine Möglichkeit, das Einkommen deiner Lieutenants zu erhöhen, was für dich einen höheren Gewinnanteil bedeutet. Durch erfolgreiche Transportaufträge erhöhst du die Loyalität deiner Lieutenants und erfährst mehr über ihre Verbündeten. Geschäfte, denen du etwas lieferst, können höhere Gewinne erwirtschaften. Du kannst weiter Marcanos Organisation aufmischen oder erst Transportaufträge erledigen, um deine Brieftasche etwas zu mästen. Ich habe ein paar erstklassige Lieferungen im Auge. Leg ein paar Typen um und bring mir das Zeug. Den Rest. Leg ein paar Typen um und bring mir das Zeug. Klingt ja fast, als wäre es ein Kinderspiel. Okay.
Wenn Vito seinen moralischen Krieg wegen einem gewissen Joe, lass ihn einfach. Der Arsch hat eine Menge durchgemacht. So. Ich weiß jetzt zwar trotzdem nicht, was ich überfallen soll, aber das wird sie uns vielleicht noch mitteilen. Hätte ruhig mal waschen können, ihr Männer. So. Ich sehe keinen. Nehmen wir uns als nächstes das Delray Hollow vor. Reden nochmal mit Cassandra. Tun ihr auch einen Gefallen. Und gucken uns auch mal ihr Nebengeschäft hier an. Jo, das machen wir. Gibt's auch gleich noch ein schönes Rennen für uns. Vielleicht nehmen wir das auch gleich noch mit. Ja, danke fürs Zusehen. Und dann hoffe ich, seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei. Bis später, Freunde. Ciao, ciao.